Hey Leute, willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo. Viele von euch werden jetzt nämlich wahrscheinlich da sitzen und sich denken, hä? Es gab ein Update, aber es ist nichts Neues im Spiel. Es gab ein Shop-Update und ein Beschwörungs-Update, aber es gibt nichts Neues im Shop. Viele werden echt da sitzen. Deswegen dachte ich mir, ich mache schnell kurz ein Infovideo für all da draußen, bevor ihr mir die Kommentare zuspammt. Ich habe mir die Videos von mir vom letzten Jahr angesehen am 31.12. Was ist da passiert? Genau das gleiche. Wir hatten ein Update, nichts war da. Und dann um 16 Uhr unserer Zeit war es plötzlich soweit. Tickets im Shop und eine neue Beschwörung. Warum 16 Uhr? In Japan ist um 16 Uhr Neujahr. Ja, die haben schon um 16 Uhr das Jahr 2020. Wir erst um 0 Uhr. Ne? Ganz klar. Oder 24 Uhr. Such's dir aus. Auf jeden Fall. Sorry, ich bin noch immer krank. Auf jeden Fall. 16 Uhr kommen erst die Sachen im Shop und bei der Beschwörung. Was kommt da? Und zwar kommt da A, dieser Banner. New Year Rising Banner. Get a Sparking Charakter. Also du kriegst einen 100%igen Charakter. Sparking mit den Tickets aus dem Happy Bag. Das heißt, du musst sie dir wieder kaufen. Ganz einfach. Aber letztes Jahr haben wir auch ein Free-to-Play-Ticket bekommen. Also eine Ziehung von euch kann jeder sowieso kostenlos machen. Der Rest ist in den Säckchen versteckt. Es gibt diesen Banner mit richtig geilen Helden darin. Aber Leute, es gibt noch einen Banner. Das war die falsche Richtung. Es gibt noch einen Banner. Guckt euch das mal an. Ich versuche da anders ran zu zoomen. So. Legends Limited garantiert. New Year Rising Legends Limited. Du bekommst hier mit diesen Tickets eine garantierte LF legendärer Finisher oder Legends Limited Helden. Sei es Son Gohan, Beerus, Vegeta, Vegeto, Son Goku in der Form, in den Super Saiyajin Verwandlung oder Super Saiyajin 3 und so weiter und so weiter. Garantiert. Aber was genau das alles kosten wird, was davon free to play sein wird, was jeder bekommt, sehen wir leider erst um 16 Uhr. Deshalb kommt nach 16 Uhr wahrscheinlich, wenn es wieder gleich ist wie letztes Jahr, hier ein letztes Opening mit diesen Tickets aus dem Jahr 2019. Verpasst das bloß nicht, wir sehen uns dann später im Video. Und heute Nachmittag, also jetzt wahrscheinlich in einer Stunde oder zwei Stunden oder so, kommt mein YouTube-Jahresrückblick. Was waren die erfolgreichsten Videos dieses Jahr? Wie viele Kommentare habt ihr geschrieben? Wie viele Likes und so weiter? Das Video kommt in ein, zwei Stunden online. Könnt ihr euch mal angucken inzwischen, während ihr darauf wartet, dass es 16 Uhr wird und hoffentlich dann die Tickets freigeschalten werden. Wir sehen uns also später wieder. Leute, haut hart rein und vielleicht heute Nachmittag so circa um 15 Uhr oder so vielleicht ein kleiner chilliger Livestream. So ein bisschen ein Opening, bisschen quatschen und so weiter. Vielleicht ab 15 Uhr. Wie gesagt, einfach mal Twitch ein Follow da lassen. Ich werde es nicht großartig ankündigen. Und vielleicht sehen wir uns ja später im Livestream und spätestens nach 16 Uhr im Video.